Hey Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter The Witcher 3. Und diese Besoffene, der schubst mich keine Zeit. So, wir gehen jetzt weiter und versuchen den Rittersport zu retten. Klopfen. Ist da jemand? Aufmachen! Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Mir egal. Beschäftigt. Womit? Gute Frage, nächste Frage. Was antworten? Beschäftigt? Beschäftigt? Womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Geralt von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Siggi Reuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Okay. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Gehen wir jetzt baden oder was? Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Okay, ich muss mich ausziehen. Nicht gut. Wunderbar. Siggi Reuven wartet nebenan. Oh, hey, wow, wow, yo. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rum. Nicht schlecht, ey. Was soll ich den Typ verfolgen? Ich bleibe lieber hier. Yo, schöne Frau. Halt deine Pfoten bei dir. Haha, lass deine Pfoten bei dir, Jannikla. Wajo. Hammer. Nicht schlecht. Geile Party. Ja, ja, ja. Soll ich da reingehen? Ich glaube, ich bleibe lieber draußen. Mit dieser schönen Frau und da. Nicht schlecht. So, jetzt Versammlung. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Ja, noch ein Gast. Habt ihr nicht erwartet, ja? Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexer. Derjenige, der erst ein Attentat auf Foltest verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Foltest nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Reuven. Oder wie auch immer du dich gerade nennst. Beim letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermalmt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lager hat. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Uiyo, der schlägt sie. Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Nur ein paar, ja. Das wird schon reichen. Ein Schlägerei im Bad. Also. In dieser Schwimmbad oder wie das heißt, dieser komische Dingsbums. So, Schlägerei.
Wem soll ich schlagen? Gib mir. Gib mir jemanden zum Schlagen. Zack, 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 zack. Jawohl, komm schon. Noch ihn. Wir brauchen einen lebendig. Komm, noch mehr. Was jetzt, du Stück Dreck? Ja, Mann. Jetzt kommen richtig mehr. Zack. Zack, ein Schlag. Wo ist der andere? Alle besiegt, perfekt. Sehr schön. Nicht schlecht. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Der hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Okay, Privatsache, oder er soll mir ihm suchen helfen. Ich glaube, ich sag Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Okay. Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Und diskret ist er. Das ist nicht zu unterschätzen. Dann lasse ich euch allein. Ich schau morgen bei dir rein, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Okay, perfekt. So, jetzt müssen wir uns anziehen. Was für ein Chaos. Ja, wir haben hätte direkt nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Okay. Sag mal, tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Rolf. Oder eher, Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar, wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Okay. Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren.
Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Okay. Wo ist Juniors Casino? Ich frag mal alles nach. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Okay, und die letzte Frage? Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Alles klar. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfaulen. Du wirkst so gereizt. Stimmt etwas nicht? Entschuldige, ich war in letzter Zeit unausstehlich. Das Alter, die Wechseljahre, die Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen. Dijkstra, Männer haben keine Wechseljahre. Das weißt du doch, oder? Ja, du Idiot. Und dass dich meine Probleme einen feuchten Dreck interessieren, weiß ich auch. Was willst du? Du hast mich durchschaut. Ich suche Arbeit und dachte, du hättest welche für mich. Monsterjagen oder so. Ja. Vielleicht könntest du mir tatsächlich helfen. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Oh, okay. Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Ich bin mal gespannt, was er uns zeigen will. Was für ein Problem hat er. So, es lädt wieder. Ja, nicht lange. Bitte folge mir. Okay, verstecktes Zimmer. Okay, ich gehe mal runter. Ich laufe mal mit ihm. Ich weiß nicht, was er mir zeigen will. Okay. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Bart, hör auf damit. Sofort. Bart, Hilfe! Was böse. Deine Kopf gegen die Wand zu schlagen wird nichts daran ändern. Bart, aua. Bart, nicht denken.
nicht denken? Macht nicht traurig. Okay, liebe Freunde, ich mach mal jetzt hier kurze Pause. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.